Mittelweg gelingt, das Auto ist schnell auf der Runde. Nico hat gezeigt, dass man damit auch wirklich Grand Prix gewinnen kann. Ich hoffe, bei dir ist es dann auch endlich soweit und der technische Defekt schlägt nicht weiter zu. Ja, das Glück ist mir ein bisschen fern geblieben im ersten Teil des Jahres. Aber wie sagt man dann, wenn die erste Zeit ein bisschen schwierig gewesen ist, hofft man natürlich, dass man für den Rest der Saison Ruhe hat und keine weiteren Vorkommnisse. Und insofern bin ich eigentlich schon optimistisch, dass wir das eine oder andere Mal am Podium von Land werden und vielleicht reicht es ja für ganz oben auch noch. Ja, wir drücken dir die Daumen. Du bist jetzt ja nicht zum ersten Mal hier in Hockenheim, kann man sagen. Aber schau dir das mal an. Hast du sowas schon gesehen? Oder wann warst du zum letzten Mal so voll hier? Ja, also ich habe es schon öfter erleben dürfen, dass es so voll ist, weil ich bin ja schon ein paar Mal hier gewesen. Nicht mit der DTM, aber natürlich nach anderen Voraussetzungen mit der Formel 1. Und da habe ich dann genießen dürfen, dass ihr mich jedes Mal so zahlreich unterstützt habt und mit mir gefiebert habt und auch feiern durftet. Und insofern hoffe ich, dass wir das in Zukunft auch noch das eine oder andere Mal erleben werden. Das hoffen wir natürlich auch. Wir drücken dir die Daumen für den weiteren Verlauf der Formel 1-Saison. Hoffen natürlich, dass du die DTM auch mal wieder besuchst. Bist du dieses Jahr nochmal hier? Jetzt sind wir erstmal hier und drücken ganz kräftige Daumen, dass unsere Jungs nachher ganz vorne dabei sein können. Aber definitiv, es wird auf jeden Fall spannend und das ist ja das, warum wir alle hier sind. Drei Hersteller, neues Reglement, alle so eng beieinander. Das ist einfach ein toller Motorsport.